Sachen, die ich am Anfang später wollte erklären, sind vom selben ein paar Beier gekommen. Sachen, die ich mir von am Kopf zurechtgelöst hatte, funktionieren noch nicht. Weil darum eine gewisse Aussagekraft hat, dass ich einfach auf sich anfangen soll, leiden lassen und nicht zu viel überlegen, planen. Ich meine, so dass eine Idee ist, egal was das ist. Aber das ist nicht der Meinung, dass ich anfangen soll, es umsetzen. Und, boah, ich denke noch, das Risiko, dass du scheiterst, ist natürlich auch groß, weil du viele Sachen halt für drunter bedenkst. Mit der Chance, dass du etwas Gutes bist, sind aber genauso groß, meine Meinung. Und das ist für mich immer so ein Ding, Bauch oder rationell überlegen, wenn du irgendwo eine Harmonie findest, auch an der Musik, ich meine, dann musst du richtig weh. Wo denke ich, mehr den, mehr den und mehr. Über ihren Hauptsache ist einfach, das, was ich irgendwie spüre, so schnell wie möglich umzusetzen an allem, was ich mache. Und dann schaue ich mir da oft Gedanken und dann meine ich alles auch schlecht. Und ich meine, merkt, das muss ich überlegen. Und ich denke prinzipiell, wenn du als Mensch einfach musst, was du spielst, leistest du nie so falsch. Weil das zumindest mal ehrlich. Ob es gut ist, das ist auf die Wege gestaltet. Das ist immer ehrlich. Genau, vom Industriellen, vom bisschen Knastischen, bisschen wie Roughen wahrscheinlich schon. Nicht, dass das unbedingt die Personalität durchstellt. Mir einfach so eine Facette, die ich in dem Moment empfunden habe, und ich habe einfach die Idee und ich habe einfach direkt gemacht. Du kannst natürlich auch 100 andere Locations sehen, die vielleicht noch mehr adäquat sind, noch mehr Stile oder mehr funky, oder mehr, ich weiß nicht, was, mehr rockisch noch, barockisch aus der Zeit schon. Ja, Avenue du Rock'n'Roll. Avenue du Rock'n'Roll, voilà, wo es schon ein bisschen drin ist. Ja. Ich habe die Idee mir direkt gut gefallen und kriege es auch ganz schnell, fand ich gut. Foto und Haie, flott Background und dann, alles fest auf dem Kurs für eine interessante Fotosession. Aber wo ich noch nicht direkt erkenne, wo hast du, wo steht denn, was ist das für ein Environment, wo könnte das sein? Und voilà, das Haie. Was visionäriert ging das. Weil ich nicht ich planlos einfach so alles, was irgendwann existiert, an den Lippen machen. Ich meine, du musst ja nicht ein Kilo Pfeffer und ein Kilo Salz auf der Büste. Du hast verschiedene Zutaten, du hast ein Hauptaugenmerk an einem Zentrum, um das sich alles dreht, um das eben zu verfeinern. Selon ton goût. Weil ich mich immer für als Musik interessiert habe, ist das, was ich bis jetzt geschrieben habe, einfach. Ohne viel Nachdenken kommt, das ist eben das, was ich höre und empfange. Und dann wäre das so gut wie möglich, dabei zu kriegen.